Wir sind hier in der evangelisch-reformierten Kirche in Lingen. Sie ist das älteste Kirchengebäude in dieser Stadt und ihr Turm stammt aus dem 13. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert drohte der Mittelteil aus Baufälligkeit einzustürzen und sie wurde so renoviert, wie wir sie heute noch vorfinden. Die Orgel stammt in ihren ältesten Teilen aus dem Jahre 1690. Sie ist im Charakter einer damals üblichen Barockorgel gebaut worden. Das Instrument hat insgesamt 24 Register, also sogenannte Pfeifenreihen. Und vier dieser Register stammen noch aus dieser Zeit von 1690. Und diese Pfeifen sind jetzt 320 Jahre alt. Das Faszinierende daran ist, dass wir heute den Klang dieser historischen Pfeifen genauso hören können wie die Gemeinde vor 320 Jahren. Wir wollten in dieser Zeit der geschlossenen Kirchen einen Gruß über das Internet an die Gemeinde senden. Wir, das bin ich, Michael Sänger, ich bin einer der Organisten an dieser Kirche, Natalia Schermann, sie ist Lehrerin am hiesigen Gymnasium Georgianum und die Kamera bedient Roman Starke. Drei Lieder wollen wir singen. Zwei davon stammen von unserem berühmten Liederdichter Paul Gerhardt. Er hat viele Loblieder und Trostlieder verfasst. Alle seine Lieder sind zu einem unvergänglichen Schatz der evangelischen Kirche geworden. Und wenn Ihnen danach zumute ist, können Sie zu Hause mitsingen. Das erste Lied steht im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 447, es sind die Strophen 1, 7 und 8. Lobe den Herrn alle, die ihn ehren, lasst uns mit Freuden seinem Namen singen und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobe den Herrn. Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleide auf unseren Wegen unverhindert gehen und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herrn. Treib unseren Willen, dein Wort zu erfüllen. Hilf uns gehorsam wirken deine Werke. Und wo wir schwach sind, da gib du uns Stärke. Lobet den Herrn.
Das zweite Lied, ebenfalls von Paul Gerhardt, steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 322, die Strophen 1, 5 und 6. Nun danket all und bringet er, ihr Menschen in der Welt, dem, dessen Lob der Engelheer im Himmel stets vermeldt. Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meerestiefe hin. Er lasse seinen Frieden ruhen auf unserem Volk und Land. Er gebe Glück zu unserem Tun und Heil zu allem Stand. Das dritte Lied ist eine Bitte um den Segen. Es ist im Jahre 1985 entstanden und steht im Gesangbuch unter der Nummer 171, 1 bis 3. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe den schweren Zeiten. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen, sei Hilfe und Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. Thank you.
Sie können diese kleine Sendung auf der Homepage der reformierten Gemeinde sehen. Und Sie können auch für die nächste dieser Sendungen auf dieser Homepage Liedwünsche äußern. Auf diese Weise bleibt uns unsere Kirche nicht ganz verschlossen.